Liebe Freunde, wie ergeht es euch heute an diesem wunderbaren Tag? Ich bin natürlich euer I only love all Asian ladies love Giant und ja, es geht weiter mit einer weiteren Session Mini Ninjas. Allerdings nicht nur mit einer einfachen weiteren Session Mini Ninjas, sondern einer ganz besonderen. Und zwar könnte es gut sein, dass wir heute die allerletzte Session Mini Ninjas haben, denn ich habe vor ein paar Tagen nochmal reingeschaut bei Vash 12349, meine Inspiration in Sachen Let's Plays übrigens und für alle ihre anderen Anliegen und habe nochmal nachgeschaut, wie viele Parts er letzten Endes hochgeladen hat und da habe ich gesehen, dass an diesem Punkt, an dem wir jetzt gerade sind, kamen noch ja, so an die 6 Videos a 10 Minuten, das heißt ungefähr eine Stunde Spielzeit haben wir noch vor uns, wir haben den letzten Tempel vor uns und danach ist das Game geschafft, das heißt es ist langsam Zeit für den Endboss und wir schauen mal, ob wir eventuell jetzt schon hier die letzte Session anklingeln können. Wir werden sehen. Erstmal mache ich das hier und schauen mal, ob wir noch irgendwo hier in diesem Level einen weiteren Kuji-Schrein haben. Und ja, tatsächlich, ich schau mal kurz, uns fehlt noch ein Spell. Das heißt, der letzte Spell des Games. Und wir schauen mal, ob wir den eventuell noch finden können. Und wir können hier nochmal schön das letzte Level quasi nochmal einläuten lassen. Und nochmal schön hier runter pacen. In einer unglaublich guten Geschwindigkeit. Nicht gut. Moment. Ja, mal kurz einen Break. Weil ich meine, ich habe gerade irgendwas wieder gehört, was nicht ganz koscher war. Ich schaue nochmal, ob der Schrein hier irgendwo hinter uns ist. Zum Glück nicht. Das heißt, wir können noch munter weiter hier runter pacen. Und ich würde sagen, wir nehmen übrigens mal meinen Lieblingschar, meinen offiziellen Lieblingschar, und zwar Shun. Er hat einfach die geilste Ulti. Und generell ist er, von den Angriffen her gefällt er mir auch einfach am besten. Ist halt so richtig schön ranged, so ein bisschen wie ich auch meine Elder Scrolls Charaktere quasi immer mache. Also schön ranged und sneaky. Genauso haben wir es ja am liebsten. Wer sind ja da solche? Aber das gerade übrigens ziemlich nach... Ja komm, wir können eigentlich nochmal hier unser Hütchen rausholen. Und ein bisschen runtersliden hier. Das ist gerade so ein bisschen was von SSX übrigens. Ist ein... Ja, so eine Snowboard-Game-Serie quasi. Habe ich sehr gerne gezockt auf der PS2. Aber nur den ersten Teil leider gehabt. Und irgendwie kommen wir jetzt gerade hier nicht vom Fleck. Und da haben wir auch schon wieder... Ich glaube, wir haben alle Charaktere mittlerweile freigespielt. Aber zumindest haben wir hier noch ein kleines Camp. Eigentlich wollte ich Stealth-Modus gehen. Aber irgendwie sehe ich hier keinen. Das sieht ziemlich verlassen aus. Ein bisschen zu ruhig, ja? Nehmen wir mal für einen kurzen Moment hier Futo und hauen das Camp mal hier kurz und klein, weil da gibt es ja immer noch was zu raiden. Könnte auch gut sein, dass hier nochmal eine Lawine oder sowas kam, dass deswegen hier vielleicht alles weg ist. Zumindest haben wir hier noch ein paar Tierchen, die wir noch befreien können. Ah, Gott! Futo, mach keinen Blödsinn jetzt und hau das Ding klein. Mein Gott, okay. Dann brauchen wir halt Hiro, weil der kriegt sowas auf jeden Fall hin. Ist nicht der cleverste, definitiv, unser lieber Futo, aber das wissen wir ja mittlerweile auch schon. Lass mal wieder hier alles an Dollars und alles einnehmen. Ich habe vorher übrigens auch nochmal nachgeschaut, wir haben tatsächlich in jedem Level jetzt jeden einzelnen Zauber gefunden. Das heißt, da ist uns nichts abhanden gekommen, was schon mal gut ist. Und wie hier übrigens in der Tundra eine Tigerlilie in dem Fall wachsen kann, ist mir zwar auch neu, aber naja. Videogame-Logic halt, ne? Da braucht man nichts zu wissen, das ist einfach Phase. So, hier ist hier ein Hüpf, kann auch nochmal raus. Und dann reden wir gleich mal mit Meister Lampe da hinten. Ah, okay, ich dachte, hier war noch ein... Ah, Moment, hier haben wir auch nochmal die Info, wo wir uns überhaupt gerade befinden, im Lagerplatz. Ja, da wäre ich von allein gar nicht drauf gekommen, aber dankeschön dafür. Sind wir in der Hinsicht auch schon mal ein bisschen schlauer geworden. So, Moment, wieder mal auf... Ah, auf Schuhen wechseln natürlich. Womit wir damit allerdings das nicht klein kriegen, von daher machen wir das so. Ah, wobei, Moment. Kunoichi. Auch einer der Besten. Sei gegrüßt, Ninja. Wirklich erstaunlich, dass du hier bist. Noch vor ein paar Stunden wimmelte es hier von Samurai, aber du scheinst sie alle verjagt zu haben. Natürlich, wer sonst?
Ich weiß nicht warum, aber sie ziehen sich offenbar in ihr Schloss auf dem Berg dort vorne zurück. Vielleicht kann dir mein Bruder im Tempel weiterhelfen. Okay, Bro. Ich sehe zwar hier noch kein Schloss, und das da oben sieht übrigens auch nicht ganz gut. Sieht ein bisschen aus wie hier, ne? Conspiracy Theory, als ob da irgendwie ein UFO gerade auf Mount Fuji gelandet wäre. Aber sei's drum. Hier haben wir einen Checkpoint zumindest schon mal. Und das sieht nach einem alternativen Weg aus hier nach links. Deswegen schauen wir nochmal nach dem Schrein hier in dem Level. Na? Wollte eigentlich direkt wieder auswechseln auf Kunoichi. Okay, wir müssen in die Richtung, aber ich gehe erst mal hier längs. Denn wie gesagt, das sieht nach alternativem Weg aus hier. Das ist auf jeden Fall eine Invisible Wall, also das sieht man auf jeden Fall schon. Immerhin ist es eindeutig blaues Blütenblatt. Ich liebe diese Musik in diesem Game, ganz ehrlich. Das ist richtig schön stimmig. Richtig nice. Und jawohl, da haben wir auch schon eine Jizo-Statue, die uns ansonsten verwehrt geblieben wäre. Ich wollte gerade sagen, ansonsten geht es hier nirgendwo anders hin, aber da täusche ich mich natürlich. Aha. Aha, aha, aha. Da haben wir einen Bär, mit dem wir nochmal ordentlich einen aufbinden könnten, aber erstmal nämlich Shun. Und haut den... Ja, haut den Schützen mal ordentlich eins rein, wollte ich gerade sagen. Da werde ich direkt eines Besseren belehrt. Wobei ich die da unten gerne am Leben lassen würde, weil ich würde dann schon gerne mal in die Rolle des Bären da unten schlüpfen und den mal ordentlich damit zusetzen. Das war ein Dodge. Den sollst du doch nicht treffen, Mann, Shun. Ja, ist nicht gut. Aber gut. Treffen können sie uns so zumindest schon mal nicht. Ja, auch schon mal gut. So, jetzt können wir auch uns um den Kollegen da unten kümmern. Ja, Kunoichi. Und haben ihn sogar getroffen. Müssen wir nur noch das hier machen, genau. Und das war's. Wunderbar. Eigentlich wollte ich mit dem Bären anfangen, aber wie gesagt, der... dessen Powerstrahl man da zurückschießen muss. Der hat das da ein bisschen verhindert. Ah, na gut. Ist ja nicht weiter wild. Da haben wir noch ein, irgendwas. Irgendwas mit Berg, glaube ich, hieß das. Ja, genau, Bergfeuer. Ich glaube, hier haben wir wahrscheinlich sonst nichts. Außer den... Nochmal, oh, da haben wir doch noch einiges. Moment. Charge it up and bam! Oh yeah! I was floating in the air helicopter! Woohoo! Ja, sie ist schon eine der Guten. Definitiv, sie ist schon eine Gute. Kunoichi ist auf jeden Fall super. So, das schreit nochmal nach Hiro und nach ein bisschen Kuji-Magie. Mal schauen, ob wir hier auf der richtigen Fährte momentan noch sind. Ich denke mal schon, oder? Ja, noch sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Ich sag immer so schnell da runterpacen müssen, ey, mein Gott. Oh mein, ah! Hier links, habt ihr gesehen? Kam man nicht von da? Oder spinne ich jetzt gerade? Nee, ich glaube, hier sind wir noch nicht lang gegangen. Oh. Das hätte ich eventuell sogar übersehen. Guck mal, einer staunen. Aber ich denke mal, hier irgendwo müsste dann wahrscheinlich der letzte Spell sein, oder? Fehlt nur noch das... die passende Pflanze natürlich. Speer von Ashida. Hier haben wir den Schrein, das heißt... Ah, und einen Checkpoint sogar. Dann ist natürlich die Frage, wo jetzt hier letzten Endes die Blume ist. Die ist ja normalerweise direkt auf dem Weg immer. Weil hier haben wir ja eben schon mal... Ups. Den Schrein. Na? Genau, ja. Windröschen brauchen wir richtig. Richtig. Moment, dann machen wir mal Folgendes. Wir legen uns... Seelenform... Haben wir sogar. Wir legen uns Seelenform mal auf die Schnellsuche, weil mit Tieren können wir ja schneller so Pflanzen und ähnliches finden. Dann können wir da vielleicht gleich mal nachschauen. Mein Gott. Irgendeiner hat uns auf jeden Fall gesehen oder ein paar mehr. Bergfeuer. Ich gehe erstmal hier in die Richtung.
Petersilie. Weg zum was? Aussichtspunkt. Es könnte gut sein, dass es... Ah ne, Moment, hier war der... Genau, hier war der Schrein. Den wir ja schon aktiviert haben, genau. Erstmal wieder orientieren. Genau, hier links sind wir dann lang gegangen, richtig.